Hallöchen, ich melde mich heute nach der Arbeit. Ich bin völlig K.O., aber es kam ein Päckchen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, auch im Titel, es ist ein Avell-Päckchen. Und ich musste mal eben kurz recherchieren. Ich habe gedacht, mich haut's vom Hocker, denn ich habe schon mal bei Avell bestellt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Und zwar vor 4 Jahren. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so lange her ist, aber irgendwie passt es schon zu meinem gefühlten Eindruck, weil ich wirklich schon lange kein Rebuy und kein Avell mehr bestellt habe, weil es sehr fatal ist. Und so auch mit der letzten Avell-Bestellung. Die habe ich auch aktuell nur auf privat gestellt, weil das eben schon so ein altes Video ist von mir. Und mal gucken, vielleicht schalte ich es auch wieder frei, dann findet ihr es hier verlinkt natürlich. Auf jeden Fall ist von dem letzten Avell-Päckchen noch jedes Buch ungelesen. Ihr werdet es dann auch mitkriegen, denn vielleicht sind es im September ein paar mehr Bücher, die ich hochhalte für die Rache. Und da tauchen die dann wieder auf. Ja, vielleicht werde ich vergessen, welche das, also noch zusätzlich zu erwähnen, dass es die Avell-Bestellung ist, aber im September war die. Und das ist einfach schon ein paar Jahre her. 2017, um genau zu sein, war das. Ich kann es gar nicht fassen. Wie gesagt, leider noch jedes von diesen Büchern ungelesen. Hoffentlich sind es noch ganz tolle Geschichten für mich zum Entdecken. Und diese hier, die ich jetzt gleich auspacke, werden nicht so lange liegen. Aber um nicht lang rumzuschnacken, hier noch einen wunderschönen Pulli. Ich liebe ihn einfach so sehr, er ist so bequem. Passend zum Buch. Ein Lächeln sieht man nur im Dunkeln von Adriana Popescu. Herzliche Empfehlung an dieser Stelle, auch wenn es jetzt um kein Adriana-Buch geht. Und ich darf mit Stolz verkünden, es sind auch gar nicht so viele Bücher. Ja, mein grandioser März mit 0 Neuzugängen und mein April mit gerade mal 2 wird hier direkt mal wieder verdoppelt. Mal gucken, was sonst noch so im Mai auftaucht. Vielleicht ja gar kein Buch. Wäre auch mal was. Huch, haben die mir ein Steinchen eingepackt? Okay, wo auch immer die Bücher herkommen. Ich guck mal eben. Bornheim. Wo auch immer Bornheim ist. Danke für ein Steinchen aus Bornheim. So, für das Buch, das ich jetzt als erstes zeigen möchte, sind die beiden Mädels von den Bookfriends, Anja und Maike, schuld. Denn sie empfehlen ständig, immer und immer und immer wieder, Julie Cohen, Das Gefühl, das man Liebe nennt, ist eines der Bücher, das sie, glaube ich, schon empfohlen haben oder das mich am meisten angesprochen hat. Ich habe es jetzt eingepackt in die Bestellung und zwar, weil ich, glaube ich, Opfer einer Aktion wurde, sowas wie Versandkostenfrei bestellen oder so, vermutlich. Der Duft der Liebe. Felicity ist glücklich, sollte sie zumindest sein, denn sie hat den besten Ehemann der Welt, lebt in einem bezaubernden Cottage und ihre Kinderbücher sind ein Riesenerfolg. Doch in letzter Zeit kommen immer häufiger Erinnerungen an ihre erste große Liebe Evan, zurück, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat. Warum verspürt sie plötzlich solche Sehnsucht nach ihm? Felicity kann nicht anders und folgt diesen Gefühlen, die sie selbst nicht versteht. Ist sie dabei, sich zu finden oder zu verlieren? Fast zu spät erkennt sie, was wirklich mit ihr los ist. Ein kluger und wunderschöner Roman, der dem Leser erst das Herz zerreißt und es dann wieder heilt. So klingt es auch und wie gesagt, die Autorin wird immer wieder empfohlen und hochgehalten. Es muss etwas an ihr dran sein. Ich hatte bisher noch kein Buch von ihr. Jetzt besitze ich eins. Ich werde es hoffentlich bald lesen und nicht in 4 Jahren hier sitzen und erzählen, wir sind mal wieder bei der Rache. In dem Fall für den Monat Mai und haben dann dieses Buch drauf. Es klingt natürlich ein Stück weit nach einer Geschichte, die man vielleicht so schon kennt, die so oder so ähnlich bestimmt auch schon mal erzählt wurde. Ich habe aber gehört, dass Julie Cohen das ganz toll erzählen kann. Anscheinend wechselt auch die Perspektive ab und an. Es sind über 430 Seiten. Ich freue mich drauf. Und dann das Ganze spiegelt ein Stück weit, weil es eingeschweißt ist und einfach aussieht wie neu. So viel zu Exemplar oder so. Oder reduziert. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es tatsächlich reduziert war. Ich dachte schon, weil es für ein Hardcover günstiger war und es, glaube ich, nicht mehr im Hardcover jetzt erscheint.
Naja, gut. Egal, was auch immer es sein soll, es ist von Robert Harris München. Kommt nicht von ungefähr, es hat mich angesprochen, inhaltlich und der Titel, ja, München. Ich arbeite seit einer Weile in München und dementsprechend dachte ich, vielleicht wäre das mal was. Abgesehen davon geht es um eine ganz andere Thematik und irgendwie hat es mich neugierig gemacht, obwohl ich eben keine typische Leserin bin für diesen Bereich und dieses Genre und diese Zeit. Denn es geht um September 1938, die Welt auf Kollisionskurs. Wie weit muss man gehen, wenn man den Drohnenkrieg verhindern will? Der neue Politthriller von Robert Harris, ein Roman über Rechtschaffenheit und Hochverrat, über Loyalität und Vertrauensbruch. Robert Harris gehört zu den besten Thriller-Autoren weltweit. Von ihm gibt es ja doch auch das ein oder andere Buch. Meines Wissens besitze ich noch keines von ihm, das hier nur so rumsteht und einstaubt. Nein. Heißt, ja, ich werde mir ihn mal anschauen. Ich bin sehr gespannt, ob er mich mit München für sich begeistern kann. Wie gesagt, mit der Stadt verbinde ich ja mittlerweile auch ein bisschen was. Und das Genre, die Richtung ist ganz neu für mich. Ein Polit-Thriller habe ich meines Wissens noch nie gelesen. Ich habe langsam ein paar Bücher in der Richtung da. Ich habe auch NSA da zum Beispiel. Oder NSA, wie auch immer. Genau. Eingezogen. Ich freue mich sehr. Und dann sind eingezogen zwei Bücher von dem gleichen Autoren, und zwar von Matthew Quick. Die Sache mit dem Glück ist das pinkfarbene Exemplar und dem gelben Punkt. Und Silver Linings ist das andere Buch von Matthew Quick. Ich weiß gar nicht, welches Buch zuerst war. Ich dachte das hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich dachte nämlich, das stand schon im Laden, als ich noch im Buchhandel war. So ein paar Jährchen her. Da reden wir nicht drüber. Gut, also ich dachte, da ist es erschienen. Worum geht's? Bartholomew hat immer bei seiner Mutter gelebt. Als sie stirbt, muss er plötzlich allein zurechtkommen. Aber das sagt sich so leicht. Er ist 39. Ich lasse einfach den Namen aus. Beim Aufräumen ihres Schlafzimmers findet er einen Brief von Richard Gere wieder. Ja, genau. Darin ruft der Hollywood-Star zum Boykott der Olympischen Spiele in Peking auf, wegen Tibet. Der Brief muss Mom viel bedeutet haben, sonst hätte sie ihn nicht in ihrer Unterwäscheschublade aufbewahrt. Nun versteht er auch, warum sie ihn in ihren letzten Tagen, als sie schon sehr durcheinander war, immer nur Richard genannt hat. Er beschließt, dem Schauspieler Briefe zu schreiben über Moms Theorie vom Glück, über außerirdische Buddhismus und die Liebe zu Katzen und über die junge Bibliothekarin, die er schon seit Jahren einmal ansprechen möchte. Bis jetzt hat Richard Gere noch nicht geantwortet. Aber Bartholomew ist sicher, er wird ihm bei seinem Neuanfang helfen. Es klingt so, so schön irgendwie. Es klingt auf die richtige Art und Weise naiv und gleichzeitig, als könnte es wahnsinnig tiefgründig und toll werden. Ich freue mich sehr darauf. Und das andere Buch, Silver Linings. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auch verfilmt wurde. Oder gibt es einen Film, der so ähnlich heißt? Naja, es geht darum. Eigentlich hat Pat nach seinem Psychiatrieaufenthalt nur eins im Sinn, seine Frau Nikki zurückzuerobern. Aber so sehr sie ihn auch beschäftigt, zu Gesicht bekommt er sie nicht. Und dafür gibt es gute Gründe. Stattdessen ist da Tiffany, die Schwägerin seines besten Freundes. Sie ist verwitwet, depressiv, nymphoman und läuft ihm beim Joggen hinterher. So beginnt die skurrile Freundschaft zwischen zwei Außenseitern, die beide fest an ein Happy End im Leben glauben. Klingt auch wieder so sehr nach Herz. Ja, ich bin auch darauf sehr gespannt und hoffe natürlich sehr. Drückt mir gerne die Daumen. Motiviert mich. Reden funktioniert heute nicht mehr gut. Motiviert mich gerne, wenn ihr sagt, oh, mit dem Buch von diesen vieren musst du unbedingt anfangen. Das ist wunderschön. Bitte keine Spoiler. Und dann hoffe ich, ja, falls ihr auch bei Avel bestellt habt, aufgrund dieser Aktion. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich war ein bisschen müde schon von der Arbeit und etwas umnachtet und ich habe Sachen in den Warenkorb und ich bin irgendwann wieder aufgewacht und habe gedacht, naja, gut, am nächsten Morgen, genau, am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, naja, dann ist der Warenkorb jetzt halt wieder weg. War nicht ganz so dringend notwendig, wichtig, wird schon in Ordnung sein, wie es gelaufen ist. Und dann kriege ich eine Nachricht, Bestellbestätigung. Ach so, ich habe doch bestellt. Wenn es euch auch mal so geht, und ihr dann euch nicht mehr so sicher seid, ob ihr tatsächlich bestellt habt, dann seid ihr nicht alleine, denn mir ist es passiert und ich freue mich trotzdem über die Bücher, über alle vier. Und auch alle vier, sie hoffentlich ganz, ganz bald zu lesen. Und nicht erst in 4 Jahren. Oder nächstes oder übernächstes Jahr mich gezwungen zu fühlen, weil ich dann vielleicht mit der Rache weitermache.
Wer weiß. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und es ist in Ordnung, auch mal Bücher zu kaufen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht jeden Monat 10 Bücher gekauft. Im April 2 und im Mai vielleicht nur 4. Ich hoffe es. Aber es kommen noch welche dazu. So, jetzt wünsche ich euch natürlich auch gute Bücher und bleibt vor allem gesund. Bis demnächst und tschüss.